Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch den wohl besten und geilsten Händler, den es hier gibt im Spiel. Er nennt sich Honky und befindet sich in unmittelbarer Nähe von Steinalt. Solltet ihr den ersten Weltenfresser besiegt haben, egal ob ihn hier, das Jumbo-Knäuel oder den Pummelschnauber hier auf der rechten Seite, der bei mir inzwischen schon hier vorne angelangt ist, dann kommt ihr zu Steinalt, er wird euch in der Story ein bisschen voranbringen und so weiter. Und hier in der Nähe, ganz dicht dran, da ist Honky. Warum ist Honky so wichtig? Warum ist er so geil? Was hat er an Stuff, was andere nicht haben? Unter anderem hat er das, was ich auf meiner Brust anhabe. Und zwar dieses schicke Teil hier. 60% Hypoxie-Widerstand. Und ihr seht schon, Gesundheit, Kinergie, Energieregeneration. 98 Rüstung, weil ich sie jetzt schon gut aufgewertet habe. 36% Eiswiderstand. Diese Rüstung ist allerdings erst ab Level 30. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, boah, das kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld oder Schweinegrün. Ist nicht der Fall. Diese Rüstung kostet um die, ich glaube, circa, wir sehen es ja hier, sogar 12.420 Grün kostet die Lederjacke. Sie ist ab Stufe 30, also ihr könnt euch das Zeug auf jeden Fall holen, ist aber ab Stufe 30, glaube ich, könnt ihr das tragen. Er hat noch viel mehr, er hat hier noch so ein kleines Ventil, was nochmal zusätzlich 24% Kälteresistenz gibt. Er hat ein paar Fernkampfbasistypen und noch andere Teile. Hier haben wir zum Beispiel nochmal ein Schmettern, 772 bis 912 Schaden. Ich weiß halt nicht, ob das auch ab Stufe 30 ist. Aber die hat ein ganz gutes Mod drauf. Nach einem gegnerischen Treffer fügt dein nächster Treffer mit dieser Waffe doppelten Schaden zu. Das ist ganz nice. Seltenheit 80 ist sogar ein Relikt. Und wenn ihr Stufe 30 seid und könnt euch diese Waffe kaufen, dann habt ihr schon eine sehr, sehr gute Nahkampfwaffe. Fernkampfbasistypen, wie gesagt, hat er nur die zwei. Einmal ein Gewehr, einmal eine Schusswaffe. Könnt ihr halt selber entscheiden, ob das was für euch ist. Ja, wie gesagt, das ist der beste Händler meines Erachtens hier im ganzen Spiel, weil er halt einfach super seltene und super starke Waffen und Ausrüstung im Angebot hat. Er hat natürlich auch noch mehr Ausrüstungsgegenstände im Angebot. Aber da könnt ihr sehr gerne selber mal vorbeischauen. Wie gesagt, er ist hier in unmittelbarer Nähe vom Baum des Lebens. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sehr gerne mit einem Daumen nach oben dabei. Über ein Abo würde ich mich genauso und noch mehr freuen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage bis dahin, tschüss.